Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 4. Ich hoffe, mein Mikro ist richtig eingestellt. Aber das kann ich wirklich nur hoffen. Auf jeden Fall, im letzten Part haben wir einige Hinterhalte, einige Pannen wieder erlebt. Aber das Ganze macht mir doch im Grunde recht Spaß. Auf jeden Fall ist jetzt unsere Mission erstmal das letzte Stück auf der Karte ausfüllen und dann weiter über den Fluss. So, und bis zum Fluss hin haben wir auch schon fast alles entdeckt, was es zu entdecken gab. Bis auf zwei Sachen. Das Kornfeld. Meerschweinchen! Oh, Mau! Ich hatte selbst mal drei Meerschweinchen. Deswegen. Wie ich diese Geräusche vermisse. Lauf nie weg. Warte mal, liegt da? Da liegt was. Playboy! Yay! Jetzt bin ich doppelt glücklich. Playboy und Meerschweinchen, wenn ich sie betäube, dann sterben sie. Weil sie dann eine Zeit lang schlafen und sich in Luft auflösen. Oh, also lasse ich die Meerschweinchen in Ruhe. Oh, ich muss weiter. Ich würde euch gerne mitnehmen. Wow. Guinea Pigs. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. Ich glaube, ihr dürftet euch in diesen Stamm erinnern. Da ist die Brücke. Da ist der Feind. Hier war doch noch jemand. Ich wage es kaum zu roffeln. Aber ich sollte mich mehr roffeln. So, der Typ dort, den dürfen wir jetzt auch zum dritten Mal betäuben. Ja, vorsichtshalber, aber nochmal ein Schuss. Brrr. Gut, da wir jetzt alles haben, können wir auch den Hauptweg lang gehen. Oh, da liegt das Taschentuch wieder. Also hier auf der Karte seht ihr, ich habe alles erforscht, was es zu erforschen gibt. Bis zu diesem Fluss da. Und der mittlere Weg ist auch genau der Weg, den ich einschlagen will jetzt. Rechts wartet nur wieder dieser Typ mit den Frauen. Die Frauen kommen bloß, wenn Alarmphase ist oder wenn sie merken, da ist ein Eindringling. Zum richtigen Wachpersonal gehören sie noch nicht. Wow! Stirb! Mau! Scheiß dämliches Arschloch! Mau, ich bin das Arschloch, wenn ich mich sogar entdecken lasse. Aber nicht aus Absicht. Ich meine, ich stelle mich nicht gut genug an. So, das Kornkreis. Something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. When I came to, I was home. Yep, das ist ein Easter Egg. Und zwar in Metal Gear Solid 2 gab's GW und GW hat verrückt gespielt und dein Colonel und alle wurden nach einer Zeit von GW ersetzt und das hat dir vorgespielt, dass die deine Auftraggeber sind, bla bla bla. Auf jeden Fall, als GW durchgedreht ist, sind dann auch sie durchgedreht. Nette Vögel. Und das, was ihr gerade hören durftet mit dem Hornkreis, ist das, was GW dann unter anderem erzählt hat. Es hat einen auch erzählt, man soll die Spielkonsole ausschalten, man hätte schon lange gespielt, legt doch den Controller beiseite, macht die Spielkonsole aus. Das Spiel, also Metal Gear, hat ja die merkwürdige Angewohnheit, sich selbst damit zu verarschen, dass es nur ein Spiel ist. Und auch ein Grund, warum ich es so liebe. Nun ja, und jedenfalls, das mit dem Kornfeld war gerade eine Erinnerung an diese Sätze, die eigentlich aber nur Ryan gehört hat und nicht Snake. Tja, ich glaube, ich habe es erklärt. Ich glaube. Hier ist aber auch niemand lang gegangen. Doch, einer ist hier lang gegangen. Und ist dann dort zur Gruppe gestoßen. Wir sind dann über den Fluss. Die Spuren sind natürlich verwaschen. Ist auch durchaus logisch. Und dann weitergezogen. Ich frage mich nur gerade, was das jetzt ist. Kann man da hin? Schön.
Ich habe hier niemanden betäubt, also ich müsste sicher sein. That's weird. Naomi's shoe prints just vanish. But just hers. Seht ihr? Da, das sind ihre Fußspuren. Kann man an den Stöckelschuhen erkennen. Sie drehen sich ein bisschen um. Und plötzlich, bla, sind sie weg. Und was kann man jetzt erkennen? Was sticht hier raus? Die Fußspuren sind jetzt plötzlich richtig weiß. Warum? Weil da mehr Druck hintersteckt. Einer hat sie weggetragen. Das ist die Erklärung des Ganzen. Und eine Soldatin hat sich ihre Schuhe angezogen und ist weggelaufen. Und Raiden wird mir jetzt genau das sagen. Passt auf. Snake, the heavier someone is, the deeper the footprint they'll leave behind. Take a look with the solid eye. Deeper footprints should show up darker than shallow ones. But Naomi's footprints ought to be shallower than the soldier's. She's not carrying any gear. If you were carrying somebody, however, the extra weight would make your footprints deeper. So, one of them might be carrying Naomi. That depends. Are some of the prints deeper than others? Look closely, Snake. Yep, sind sie. Das habe ich euch gerade erklärt. Aber gleichzeitig die Damenfußspuren, die davon wegführen. Auch eine Falle. Wollen wir uns mal reinlegen lassen. Yep. Solid Eye weg. Natürlich ist es kein Mann, der sich die Schuhe angezogen hat. Ich auch. Ich habe sie gefunden. Ich weiß nicht, ob man jetzt sehen kann, dass sie andere Schuhe anhat. Nee, hat sie nicht. Sie sieht dieselben Klauen an wie sonst auch immer. Zwar wirklich Klauen, wie ihr seht. Aber sie war es auf jeden Fall, die für die Fußspuren gesorgt hat. Außerdem hat sie mir das jetzt als Falle ausgelegt, um mich dann so zu überraschen. Jetzt kann ich das Solid Eye auch kurz wieder anmachen. Wait a minute. It's the Solid Eye. Seht ihr? Sound is giving your position away. Sag ich doch. Take cover, Snake. Die Frauen können empfangen das Signal des Solid Eye und wissen, dass ich da bin. I hear footsteps. Na? Tut mir leid. Nicht so. Tja. Und so viel zum Hinterhalt. Und da sind sie wieder zur Gruppe gestoßen. Aber jetzt schauen wir uns natürlich auch die andere Seite der Karte an. Soll heißen... So. Den oberen Weg. Beide führen am Ende hierhin, aber ich glaube, das macht auch keinen großen Unterschied. Yep, jetzt sind wir wieder am Fluss. Also habe ich euch das Interessante dabei schon gezeigt. Gut, des Weiteren sehen wir auf der Karte bereits, dass da noch jemand ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Frau oder ein normaler ist. Das Solid Eye auszuschalten wäre die Möglichkeit. Okay. Machen wir es ganz allmählich.
Okay. Die nächste. Ich muss sie gerade mal ausfindig machen. Ein bisschen durch die Gegend droffeln wird helfen. Wo könnte sie sein? Leute. Gefunden. So, jetzt können wir das Solidar ja auch wieder aktivieren. Seht ihr auf dem Radar? Ist kein Lebenszeichen mehr. Außerdem habe ich jetzt eine neue Ration und eine von hinten ist aufgewacht. Ist sie. Ich sehe hier solche Bewegungen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt alles entdeckt und können weiter. Nicht gut, dass es da noch einen dritten Weg gibt. Auskundschaften, Leute. Aha, da hinten. Ich weiß, welcher Weg das ist. Das ist eine Falle. Okay, schalten wir die Falle zuerst aus. Hi! Ist ja lieb gemeint, dass du auf mich wartest, aber ich kann dich zurzeit nicht gebrauchen. This is Naomi. Here. I'm over here. Ja, ich sehe es. Save me. Save me. Save me. Fresse! So, und das war die Falle des heutigen Tages. Oh. Von der Aufnahmezeit haben wir ja gerade mal 7 Minuten oder so. 7 bis 8 Minuten. Oh oh. Es ist ausgerechnet die, die aufwacht. Wenn eine aufwacht, muss es die sein, die direkt in meinem Weg ist. Auch du nicht. Ich kann euch nicht gebrauchen. Ja, zieh dich zurück. Das wird jetzt ein bisschen spannender, Leute. Noch eine. Oder. Ach, was auch immer, ist mir auch egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter den Schuhspuren nach. Der Typ mit seiner Mine. Achtung. Tja. They must have gone separate ways here. Wenn mir das als Kill angerechnet wird, habe ich einfach Pech gehabt. Aber darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Mist. Gut. Separate Ways. Das sind wieder die Frauenfußspuren. Und da sind die anderen hier. Aber dieser Weg ist interessant für uns. Ist er? Ist er nicht. Der Weg ist für uns am interessantesten, würde ich sagen.